Meterhohe Flammen schlugen am Sonntag aus einem Restaurant in der japanischen Stadt Sapporo. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zuvor hatte es in dem Restaurant nach Angaben der Polizei eine Explosion gegeben. Dabei sollen mehr als 40 Menschen verletzt worden sein, davon eine Person schwer. Nach Medienberichten wurden durch die Explosion noch andere Gebäude in der Umgebung beschädigt. Die Einsatzkräfte forderten die Anwohner des Restaurants auf, das Gebiet zu verlassen und warnten vor möglichen weiteren Explosionen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wurde noch untersucht. Ein Augenzeuge berichtete lokalen Medien, er habe nach der Explosion Gas gerochen.